Der Marktbericht für Einfamilienhäuser für das erste Halbjahr 2021 liegt nun vor. Das Ergebnis: erstens, das dritte Jahr in Folge wurden weniger Einfamilienhäuser verkauft. Zweitens, die pandemiebedingt verstärkte Nachfrage, das weiterhin rückläufige Angebot und das anhaltend historisch niedrige Zinsniveau haben dazu geführt, dass die Preise im ersten Halbjahr 2021 auf ein neues Allzeithoch geklettert sind. Der Preis für ein typisches Einfamilienhaus ist in Österreich im Jahresvergleich um 13,5% auf 307.085 Euro gestiegen. Das bedeutet im Fünfjahresvergleich ein Plus von 50,4%. Der teuerste Bezirk Österreichs ist Kitzbühel. Hier kostet ein Einfamilienhaus im Schnitt 2,1 Millionen Euro. Die teuerste Landeshauptstadt ist Innsbruck, gefolgt von Salzburg, Wien und Bregenz. Für 2022 erwarten wir sowohl beim Angebot als auch beim Preis eine leichte Entspannung. Nähere Informationen zu den Entwicklungen in den jeweiligen Bundesländern beziehungsweise den einzelnen Bezirken finden Sie auf remax.at. Sollten Sie daran denken, Ihr Einfamilienhaus, Ihre Wohnung oder Ihr Baugrundstück zu verkaufen, dann nutzen Sie unser aktuelles Angebot der kostenlosen Marktwerteinschätzung. Wir freuen uns auf Sie.